Das können wir schießen. Wir kommen zurück, bin nun raus. Viel Spaß noch. Danke. Und dir noch einen schönen Restabend. Es gibt was Neues. Erzähl mir, wie sieht es in Tertium aus? Ja, nö. Ja. Das klingt wirklich ernst. Wir sollten uns so schnell es geht um die Zivilisten kümmern. Aber wenn wir einfach mit dem ganzen Korb einrücken, machen wir ihnen Angst. Darf ich dich bitten, zusammen mit Julius zum Tertium zurückzukehren? Bringe diejenigen, die sich in unserer Obhut begeben möchten, hierher. Alfino und Alizé führen bereits eine kleine Erkundungstrupp zum Bahnhof, um die Schwächsten zu retten. Ich werde anordnen, dass sich andere Trupps in der Nähe ebenfalls an der Rettungsaktion beteiligen. Ich habe keine Einwände. Ich werde alle, die es wünschen, hierher bringen. Okay. Boah, hier ist der ganze Weg zurück, weil man sich da noch nicht harmonisieren konnte. Naja. Eplan-Bär. War Eplan nicht auch in FF4? Ja. Ja, mach du mal. Ne, da komme ich so nicht rüber, ne? Ne, muss einmal hier lang. Eigentlich schnellste Autos. Wo war jetzt hier eigentlich nochmal der Eingang? Ich glaube, ich hätte statt links rechts lang gehen sollen, ne? Hätte mir, glaube ich, etwas an Zeit und Weg gespart. Naja. Wollen die noch mal ein bisschen nach Windäther-Quellen gucken. Und hier waren soweit keine mehr. Ich war gestern noch Kommando zu kaufen. Hab ich gesehen! Ah, da. Achso, das ist alle. Ah! Aidaia und Julius. Etwas Fürchterliches ist passiert. Quintus hat sich... Gibt man eigentlich einen neuen Kompass? Ich weiß es nicht. Also ich habe bisher noch keinen.
Ich kann mir vorstellen, dass man jetzt erstmal ohne rumläuft, aber ich wissen tue ich es nicht. Wissen tue ich es nicht. Die Frage habe ich nämlich Luna vorhin auch schon gestellt und sie wusste es auch nicht. Also, mal gucken. Er hat sich das Leben genommen. Dum, dum, dum. Gleich nachdem er hörte, was mit der 10. Legion geschehen ist, hatte seine Legionäre ihren Pflichten entbunden und dann. Glaube ich nicht. Dam, dam, dam. Tankred hat den Leichnam identifiziert und mit Hilfe von Soldaten der 1. Legion fortgeschafft. Diese Männer haben uns bei der Beseitigung des Leichnams geholfen. Seinem letzten Befehl richtete der Legatus an uns. Geht. Ich entbinde euch euren Pflichten. Das gilt für alle. Legatus Quintus, wie konntet ihr nur? Ich habe Lucia gerade informiert. Sie sagte, dass sie weiterhin alle, die es wünschen, in Camp Splitterglass aufnimmt. Viele sind verletzt und wer nicht verwundet ist, hungert und ist schwach. Auch wenn sich die meisten über die wahre Lage bewusst werden müssen, sie alle wollen leben. Verlieren wir keine Zeit. Sprechen wir mit den Leuten im Bahnhof. Wer bleiben möchte, den versorgen wir mit Hilfsmitteln. Wer gehen will, den bringen wir ins Camp. Ich. Können wir uns jetzt hier an dem Ding harmonisieren? Geht das jetzt vielleicht? Ja, jetzt geht es. Jetzt dürfen wir. Sehr gut. Habe ich irgendwie irgendwas bekommen? Ah, da hinten. Flavius. Hallo Flavius. Ich sehe Chocobo hintern. Es gibt so viel, über das ich sprechen möchte. Über den Überfall auf Camp Splitterglass, über die Gespräche, die ich mit Alizée hatte und worüber wir mit Quintus sprechen wollten. Alles wichtige Sachen, aber lass mich jetzt nur eins fragen. Es geht doch alle mit ins Camp, oder? Den Himmel sei Dank. Lass uns beide dafür sorgen, dass der Weg zum Camp frei ist.
Wir wollen nicht, dass unsere neuen Freunde unterwegs irgendwelche gefräßigen Bestien zum Opfer fallen. Oder Besessenen. Hier, das ist für dich. Das sind magische Fesseln. Die habe ich von der Dame aus Limsalominse. Die wirst du brauchen, wenn du einem Besessenen über den Weg läufst. Jeder übernimmt einen Abschnitt des Weges. Deinen habe ich dir auf deiner Karte eingezeichnet. Wir sehen uns dann im Camp Splitterglas. Menschenauflauf. Der Kannibale denkt sich, lecker, lecker. Nee, einfach nee. Und sehen und auftauchen und Feinde besiegen. WB Dera. Das nehme ich einmal an. Ich mache es zwar nicht direkt, aber ich nehme es trotzdem einfach mal an. Es sei denn, es liegt bei uns auf dem Weg. Nein, tut es nicht. Okay. Der erste Dungeon war echt cool. Plan Eisfalle. Ich glaube, da macht sich einer den Spaß draus. Das kann man jetzt auch bei Mobpools und so weiter nutzen. Echt? Dera stellt sie nur wieder an. Also, die erste Indie fand ich echt cool. Gut, der allerletzte Boss war etwas knifflig. Aber mega geil. Die anderen zwei Bosse vorher waren leicht. Der letzte hat das etwas in sich. Zumindest bis man drauf kommt. Können wir vorstellen, dass ich kurz vorm zweiten bin. Ich meine, so kurz hier vorm anderen Turm. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Sind wir beim letzten Boss gestorben. Beim letzten Boss? Gut. Ich weiß gar nicht. Entweder bin ich einmal gestorben oder gar kein Mal. Aber ich glaube, einmal bin ich gestorben. Gewiped sind wir gar nicht. Nee, ein Wipe hatten wir beim ersten Mal nicht. Wir haben es direkt beim ersten Mal geschafft. Glaube ich. Ich müsste mir den Stream vom Freitag nochmal angucken. Und ich meine, ich bin nur einmal beim letzten kurz gestorben. Aber auch da weiß ich es nicht genau. Müsste ich mir nochmal angucken. Aber ich fand's cool. Einen Wipe hatten wir auch noch. Also beim Wipe weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, ob wir einen hatten. Seitdem ist zu viel passiert. Als dass ich mich daran noch erinnere. Ich bin froh, wenn ich alles aus der Story behalte.
okay. Also, ah, warte, hier das Ding. Nein! Oh Gott. Ich habe einmal verkackt. Ich habe das Ding nicht benutzt. Nee. Ich muss noch einmal machen. Ich habe das Ding gerade nicht benutzt. Ich habe vergessen, das Ding zu benutzen. Nein! Rosebud. Und noch einmal. Mach dasselbe Ding nochmal. War man zu blöd, auf das Ding zu drücken. Schon. Und, nee. Hock dich hin. Hock dich hin. Hock dich hin. Nummer 2. Glückwunsch, Luna! Krieg ich das? Krieg? Ja, krieg ich. So. Fort ist es zu Hause. Genau 2 Stunden weg. Und einmal nach da hinten noch. Ich frage mich, ob das Auto überhaupt Winterreifen drauf hat hier. Und weiter geht's. Juhu, ich habe einen dicken Schokobo. Schokomoppel. Nicht Schokobo. Schokobo. Schokomoppel. Tierquälerei. Hallo, Tankred. Du bist hier, also nehme ich an, dass du deinen Bereich gesichert hast. Ich habe auch alles unschädlich gemacht, was ich erspähen konnte. Die paar Besessenen, die ich gefangen habe, habe ich schon ins Camp gebracht, damit ihnen geholfen wird. Ich lasse mich jetzt mit neuen Hilfsgütern ausstatten. Dann mache ich noch eine Tour zum Bahnhof. Kannst du Lucia Bericht erstatten? Sie wird bestimmt ein paar Dinge wissen wollen. Wenn wir etwas mehr Zeit haben, musst du mir erzählen, was du hier alles erfahren hast. Jedes Detail könnte uns bei der späteren Erkundung noch von Nutzen sein. Und der langsamste Vogel der Welt. So,
Hier ist einmal eine blaue Quest. Nehmen wir natürlich auch einmal an. Machen sie aber noch nicht. Noch eine Luna. Heute laufen davon verdammt viele rum. Du bist zurück. Ich habe bereits von Quintus gehört. Sein Tod muss ein großer Schock für seine Männer sein. Wie geht es den Leuten am Bahnhof? Ich bin froh, dass sich so viele helfen lassen. Ich werde alles unternehmen, damit sie gut versorgt werden. Übrigens, die Soldaten, die das Camp überfallen haben, werden wir nicht anders behandeln als die anderen Galeer. Die haben unter Quintus' Befehl gehandelt und keine andere Wahl gehabt. Jetzt, da der Legatus tot ist, geht von ihnen keine Gefahr mehr aus. So lautet das Urteil, wie man es veröffentlichen wird. Es gab natürlich auch andere Meinungen, aber so dient es am besten dem Frieden. Ich denke, der Legatus hat uns mit seinem Tod einen Weg zur Versöhnung eröffnet. Vielleicht war das sogar seine Absicht. So, ich gehe einmal noch mal kurz zu Frischus hoch. Ich will Ihnen mal kurz sagen, was ich essen will. Lässt sich so einfacher sagen, als wenn ich das jetzt anschreibe. Können wir jetzt gemütlich weitermachen? Hier sind noch... Okay, noch zwei blaue Quests. Die werde ich mir auf jeden Fall gleich auch noch holen. Dann kann ich die entweder... Morgen? Na gut. Doch, morgen Abend eventuell nach dem Stream. Je nachdem, wie lange ich streame. Kann ich morgen machen. Weil die Windäther-Quellen werde ich nicht im Stream machen. Das ist ja, glaube ich, herzlich uninteressant. So. In fremder Haut. Okay. Die Handwerker berichten, dass die Arbeit an den Öfen planmäßig voranschreitet. Wir haben Erzseim aus der Zapferhöhle bekommen. Und damit die alten Heizvorrichtungen, die sich reparieren ließen, in Betrieb genommen. Bald wird es auch etwas zu essen geben. Jetzt müssen eigentlich nur noch die Galeer eintreffen. Nutze doch die Gelegenheit für eine Pause. Du hast bereits genug getan. Ich habe Istola gerade auf dem Platz gesehen. Sie scheint ebenfalls Pause zu machen. Warum leistest du ihr nicht etwas Gesellschaft? Oh, ich darf Pause machen? Das ist aber lieb von euch. Dann hole ich mir einmal kurz die blauen Quests. Die hier rumkreuchen und flurchen. Da ist eine. Windätherquelle und es gibt einen Armreif dafür. Nee, keine Vergleichsaufgabe, bitte. Oh Gott, okay. Jetzt habe ich es doch gemacht. Egal. Mir ist Wumpe. Hallo, es ist schön, dass du wieder da bist. Bei der Versorgung der Besessenen und der Heilung der verletzten Legionäre ist mir immer wieder das Gleiche aufgefallen. Die Wunden sitzen tiefer. Nicht nur das Fleisch leidet, sondern auch das Herz. Da helfen keine Zaubersprüche. Jeder muss sich seine seelischen Wunden stellen. Nicht so, dass nur Galemite Schritt für Schritt voranbringen. Wir können sie dabei nur begleiten. Große Ereignisse bahnen sich an. Okay. Warte. Ich mache erst die Weintraube, dann den Käse. Haha.
Sind das die letzten? Ja, das sind alle, die sich uns anschließen wollen. Die anderen haben wir mit Öfen und Nahrungsmitteln versorgt. Damit werden sie sich eine Weile durchbeißen können. Das ist gut zu hören. Um die Verletzten kümmern wir uns hier. Die anderen können sich weiter hinten bei einer warmen Mahlzeit aufwärmen. Endlich etwas Wärme. Gemütlich, nicht wahr? Diese wohlige Wärme hast du übrigens den schlauen Maschinisten Ishgards zu verdanken. Genieße sie. Hm? Ihr habt vielleicht die Baupläne gezeichnet, aber gebaut haben diese Öfen die Schmiede von Limsalominsa. Jetzt spalte mal keine Haare. Fakt ist, es ist warm, weil wir die Schlausten sind. Schlau? Wenn du schlau wärst, würdest du jetzt deinen Mund halten. Wir haben die Öfen gebaut. Wir? Du kannst doch einen Hammer nicht von einem Amboss unterscheiden. Oh, was erlaubst du dir, du eingebildeter Schnösel? Lol, jetzt krieg ich endlich mal drauf. Wie geil ist das denn? Nimm das zurück. Lieber sterbe ich. Lieber sterbe ich. Den Gefallen tue ich dir nicht. Hier. Ein Schnösel. Ist schon. Das wird dich nicht umbringen. Ich bin aus Alamigo, wurde aber in die Legion eingezogen. Da haben wir das immer mit den galeischen Offizieren gegessen. Das Rezept für diese Suppe stammt ursprünglich von den Hirten der Azim-Steppe. Sie schmeckt besser, als sie aussieht. Und sie wärmt den Magen. Hm. Ist ein bisschen zu deftig für meinen Geschmack. Bei euch isst man ja auch nur Kräuterblätter und Wurzeln. Es sind die kleinen Dinge, die das Leben lebenswert machen, stimmt's? Heul ich gleich mit. Würde man träumen. Damals, als der Drachenkrieg endlich vorbei war, habe ich mich genauso gefühlt.
Jeden Morgen sah ich diese neue friedliche Welt und fragte mich, ob ich mir das alles nur einbilde. Und kaum habe ich mich daran gewöhnt, da erfüllst du uns einen weiteren Traum. Ohne dich und den Bund der Morgenröte wäre das alles nicht möglich gewesen. Ishgarda und Drachen, aber auch die vielen anderen Völker dieses Gestirns wären sich niemals näher gekommen. Die Eorseische Föderation, das Ilsabad-Korps, all das hätte es nie gegeben. Es sind viele Tränen geflossen. Wir werden alles dafür tun, dass es keine Tränen der Reue sind. Wir werden helfen, wo wir können. Ich nehme Musik im Hintergrund schon. Danke. Wieder. Ich fühle mich zu gleichen Teilen als Eorseherin wie auch Galearin. Ich verspreche alles zu tun, um die Kluft zwischen den beiden Völkern zu verkleinern. Es ist wirklich ein Wunder und mehr, als sich die Popularen je erhoffen konnten. Gibt es nichts, was du bedauerst? Ein paar Dinge lasten schwer auf mir. Wenn ich daran denke, wie viele Wegbegleiter ich verloren habe, friert mir das Herz. Aber dennoch fühle ich auch jetzt eine Wärme, als wären sie hier. Ja. Ich kenne diese Kälte im Herzen. Aber an Abenden wie diesen spüre ich sie nicht. Blau. Wobei, da haben wir alle Farben durch. Aber ja, das Voice Acting ist echt geil. Oh oh. Ah, war es ja tot. Na. Kaiser, war es? Stimmt. Er hat das Ding noch gar nicht. Ein Ätherimpuls. Schnell, die Seelenwächter. Ja, verteile die jetzt mal schnell. Wieder in die Hose. Du bleibst schön hier. Hm. Ah. Der Meister wünscht dich zu sehen. Und man lässt ihn besser nicht warten. Ja, toll. Bei uns ist jetzt wieder die Kacke am Dampfen. Das Experiment war erfolgreich. Aber die Wirkung wird nicht lange anhalten. Bereite schon mal den Herd vor. Den Herd? Kochen wir jetzt? Auf. Ach.
Das ist die Stelle, die ich meinte. Ich freue mich, wenn du da bist. Oh! Da haben wir ein Date. Morgen. Hier. Iss das, bevor es kalt wird. Vorsicht, wenn du den Helm abnimmst. Du musst dich noch an dein neues Zuhause gewöhnen. Wie fühlt es sich an? Ein neuer Körper kann ja so eine Wohltat für eine geschundene Seele sein. Dieses Wunder der Technik haben wir Aulus zu verdanken. Erinnerst du dich? Du hast ihn in Alamego ermordet. Er nannte es Gehirnwäsche. Aber es ist ja so viel mehr. Besonders in der verfeinerten Variante. Damit du uns das schöne Abendessen verdirbst? Daniel, ich finde Dani in den Outfits. Es sieht echt gut aus. Es sieht auch gut aus, aber ich finde es so leicht creepy. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, was hier passiert. Es war gar nicht so leicht, dich hierher zu bringen. Aber du bist ja seine treue Gefährtin. Und als ich erfuhr, dass du in der Nähe bist, hielt ich es für eine gute Idee, dich einzuladen. Kommen wir nochmal auf die Theorie zurück mit, ne? Wir gehen am Ende von Endwalker Hand in Hand mit Xenos zurück in rote, rosa Villa und, ne? In die Liebeshöhle. Und alle anderen sterben. Kommen wir auf die Theorie nochmal zurück? Ich finde das ein bisschen krank. Xenos einfach nur ja. Weißt du, der ist so am Fressen. Start einen an und er labert. Und das ist nicht zu knapp. Leider hast du nicht geantwortet. Also habe ich mir erlaubt, dein Schweigen als ehrfürchtiges Einverständnis auszulegen. Einverständnis. Naja. Was ist dahinter? Hör nur. Der Vater freut sich, dass sein unartiger Sohn endlich eine Spielgefährtin hat. Da ist nicht das hinter, was ich denke, dass dahinter ist, oder? Ach ja, das sollte ich vielleicht erklären. Du weißt sicherlich, dass das Kaiserreich jede Art von Religion verboten hat. Denn ohne Götter keine Beschwörungen. Und an wen wenden sich die Bürger dann, wenn sie sich hilflos und verletzlich fühlen? Richtig, an ihren geliebten Kaiser. Was geht hier ab? Ich gebe zu, Galemalt hat schon bessere Tage gesehen. Der große Solus Zosgalvus ist tot, Aufstände in den Provinzen und dann wurde auch noch der neue Kaiser ermordet und ein Bürgerkrieg losgetreten. Es ist doch wirklich jammerschade. Das galäische Volk rief nach Erlösung. Ihre Bitten, man könnte auch sagen ihre Gebete, beschworen ein galäisches Kaiserreich in alter Blüte. Und was sie beschworen, kam. Ihr Wille manifestierte Nein. sich im Leichnam von Kaiser Varys. Nein. Es ist das, was ich befürchte. Es ist das, was ich befürchte. Die Verkörperung des ich wusste Anima. Es. Ich wusste es. Leck mich. Nee, ich will nicht mehr. Ich verpiss dich. Du siehst genauso aus wie in F15, weißt du das? Ich wusste es. Ich hab's genau geahnt. Yep, F15. Anima streckt den Hilfesuchenden seine Ich find's Arme geil. Entgegen, ich find's so geil. Aber trotzdem, einfach nein. Einfach nein.
Ah, oh, Anima, da ist es. So, ich habe drauf gewartet. Statt Macht und Reichtum anzieht, tut Anima es mit dem Äther aus allen Winkeln dieses Gestirns. Ich habe drauf gewartet. Wie geil. Die Türme, mit denen ihr euch so beschäftigt, dienen als Erweiterung Animas. Ich hab's geahnt. Eine bewundernswerte Technik. Ich hab's geahnt. Ist es nicht so, mein Meister? Und Dani redet aber sehr gerne. Welchen Reiz hat eine Beute, die man bereits erjagt hat? Sind wir hier wieder freilassen? Genau, keinen. Ohne die Erregung der Hatz tut der Jäger nur die Arbeit eines Schlachters. Ein Handwerk ohne den kleinsten Funken künstlerischen Ausdrucks. Du hast sie einfach gehen, Silberin, ja. Naja, da hatten wir ja noch schon einige andere, wie Gaius, Lababrea. Der geht etwas sehr weiblich, oder? Also, ich hab da nichts gegen, aber... Das ist bestimmt ähnlich. Der Hüftschwung war schon schick. Begegnung hoch über den Dächern, also nicht für mich, aber... ...hat eine Bewunderung für mich sicher etwas gelitten. Linkshüftig. Ey, mach weiter. Damit muss ich leben. Und wenn du die Fährte nicht wieder aufnimmst, werden wir diesen Moment des Hochgefühls nie wieder erleben. Ist das so schlimm? Aus diesem Grund tue ich alles, um das Feuer in dir auf ein neues zu entfachen. Während ich ungeduldig meine Krallen wetze. Das war aber nicht viel. Auf eines ist Verlass. Wo Leid und Verzweiflung grassieren, als du herbei, um deine lächerliche Rolle als Beschützerin dieses Planeten zu spielen. Ja, das Chaos und die Zerstörung, mit denen meine Horden das Land überzogen, dienten nur als Köder. Dam, dam, dam. Möglich. Hat es dir die Sprache verschlagen? Entschuldige, ich bin ein fürchterlicher Gastgeber. Habt ihr schon genug gespeist? Morgen warten wir mit dem Kater auf und zack, Ende vom Game. Das wär's. Mein Hunger ist nur durch eine Sache zu stillen. Und meine treue Gefährtin hat anscheinend den Appetit verloren. Dieses langweilige Mahl ist unserem Wiedersehen einfach nicht angemessen. Dabei wollte ich bloß einmal etwas anderes ausprobieren. Aber zum Glück habe ich noch etwas, das dir besser gefallen wird. Zurückholte, fand meine Seele Platz in einem anderen. Der Kampf in fremder Hort war eine erhellende Erfahrung. Ich spürte meine eigenen Schwächen so deutlich wie nie zuvor. Ich fragte mich, wo liegt wahre Stärke? In Fleisch und Knochen? Oder doch in unseren Seelen? Nun, du wirst es jetzt selbst erfahren. Was? Folge mir, wenn du ihn wieder hast. Thank you.
Ich warte jetzt gerade absichtlich. Ich bin jetzt gerade echt. Ich muss weiter jetzt. Ah, Gott, vielen, vielen lieben Dank für dein Raid. Ihr kommt im perfekten Augenblick hier. Wie geht's euch? Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Abend und einen wunderschönen zweiten Advent wünsche ich euch, liebe Raider. Die Musik ist auch gut. Ja, das stimmt. Was gab's denn bei euch? Beat Saber. Ah. Bisher nur von gehört. Stimmt. Gut, dass Luna das sagt. Es könnte hier jede Menge Spoiler geben bezüglich Final Fantasy 14 Endwalker. Also falls, ne, welche von euch FF14 spielen und nicht gespoilert werden wollen, hier haben meine Mutter schon die Warnung rausgehauen. Aber ich hoffe, es geht allen gut. War lustig. Also schön zum zweiten Advent. Ach du meine Güte, dann haben wir ja total verfehlt. Ja. Ich hab den ersten beinahe verpennt, also gepascht. Ich gehöre auch zu den Menschen, ich würde sogar Weihnachten verschlafen. Wenn ich nicht meinen Verlobten mit hätte, der mich da jedes Mal dran erinnert würde. Ich glaube, dann würde ich auch Weihnachten verpennen. Aber ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und eine schöne Woche soweit. Wie gesagt, ihr kommt gerade richtig. Wir sind hier gerade mitten in der Cutscene. Ich konnte auch Gott sei Dank gerade eine kleine Pause machen. Und ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal direkt weiter. Ich meine, wir können auch weiterhin gerne noch in seine wundervollen Augen gucken, aber... Ja. Als wenn kein Lichtlein brennt. No. Soll ich eins meiner Teelichter oder euch eins meiner Teelichter leihen? Ich habe noch mehr als genug. Aber einen Adventskranz habe ich leider auch nicht. Was gemacht? Das freut mich. Wie gesagt, ich habe bisher nur von dem Spiel gehört, aber noch nie selber gespielt. Mach weiter, wie deine Reaktion sind. Ja, ist ja gut. Wir machen ja schon weiter. Geht ja sofort los. Wir haben den Kranz noch nicht gebastelt. Ich besitze dich mal ein. So was aber auch. Was wird wohl aus deinen Freunden, wenn mein Meister in deinem Körper vor sie tritt? Ich ahne Schreckliches. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nicht mal meinen Adventskalender geschafft zu öffnen bisher. So viel zur Weihnachtsstimmung. Sonst kommt es noch zu einem Blutbad. Warte, ich begleite dich. Man ist ja kein Monster. Alter. Was für kleine, ekelhafte Persönchen, ne? Oh mein Gott, was geht da vor? Ich muss aber auch sagen, ich bin kein Weihnachtsmensch. Also. Bis zu einem gewissen Grad akzeptiere ich es. Also ganz bei der Szene. Ich habe einfach nur Angst, was jetzt passiert, ne? So, hier wären wir. Das Lager. Ich spoilere mich gerade so weit. Ja! Du und Mappe, ihr spoilert euch mega! Ich halte es für das Wahrscheinlichste, dass mein Meister in deinem Körper hierher unterwegs ist. Besser du holst ihn ein, bevor er noch etwas anrichtet. Den Rest des Weges musst du selbst zurücklegen. Du sollst es schließlich nicht so einfach haben. Bitte was? Jetzt muss ich dem hinterherlaufen? Das ist doch unfair. Ist das der Dank dafür, dass ich dir helfe? Und überhaupt, du hast noch ganz andere Hindernisse zu bewältigen. Oh. Anfangen mit denen da. Oh nein, was kommt jetzt?
Ach komm! Das wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn wir einfach so durchmarschieren könnten, ne? Besessene Soldaten, die jeden töten, der sich nicht Anima verschworen hat. Zum Beispiel dich. Normalerweise würdest du ihnen im Handumdrehen den Garaus machen. Aber sieh dich an. Du bist heute einfach nicht du selbst. Also ich werde die wahrscheinlich komplette nächste Woche, wenn ich streame, wahrscheinlich komplett einfach nur FF14 zocken. Gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus. Wahrscheinlich ziehe ich das einfach komplett durch. Wie ich mich kenne.